Die Aktienmärkte ignorieren die Inflation, aber wird auch die Fed die Inflation ignorieren können? Und da ist die wahrscheinliche Antwort, nein, wird sie nicht, denn wir haben ja nächste Woche die Fed-Sitzung und da gibt es die Projektionen in Sachen Wirtschaftswachstum, aber vor allem in Sachen Inflation und damit zusammenhängend dann die sogenannten Dot-Plots, also die Erwartung der Fed-Mitglieder, wie die Zinsen sich entwickeln werden. Und wenn Sie sich jetzt mal in die Rolle versetzen eines US-Notenbankers, der immer sagt, wir wollen die Inflation Richtung 2% bringen, aber wir sind noch nicht überzeugt, dass das wirklich der Fall ist. Deswegen warten wir noch mit Zinssenkungen. Und jetzt haben Sie die letzten drei Monate Inflationsdaten bekommen, die jeweils höher waren als erwartet. Was machen Sie dann? Nehmen Sie die Inflationserwartung nach unten? Nein, Sie nehmen sie nach oben. Sie werden also projizieren, dass die Inflation doch länger höher bleibt als zuvor gedacht. Und das wiederum wird dann Auswirkungen wohl auf die sogenannten Dotplots haben. Das heißt, die Notenbanker dürften signalisieren, nee, drei Zinssenkungen werden es wahrscheinlich nicht in diesem Jahr. Vielleicht zwei. Gucken wir mal. Und dann bin ich gespannt, wie die Aktienmärkte reagieren, die gestern das Ganze abschütteln konnten. Glaube ich, da gibt es einen Mix aus verschiedenen Gründen. Erstens, wir haben Verfall am Freitag. Und nach wie vor ist ja die Meute sozusagen der Privatanleger oder auch der Zocker an den Märkten, die Calls kaufen, das heißt, die dann die Dealer, die Verkäufer dieser Optionen zwingen, letztendlich das Underlying zu kaufen. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund, warum es gestern nach oben ging, scheint mir zu sein, dass eben viele abgesichert waren. Man fürchtete eine noch höhere Inflationszahl, hatte da im Vorfeld sich Puts reingelegt, um sich abzusichern, um das eigene Long-Portfolio abzusichern. Dann kamen die Daten höher als erwartet, aber nicht viel, viel höher als erwartet. Man sah, ups, viel geht nicht mehr nach unten, also hat man diese Absicherungen aufgelöst. Das ist der zweite Grund. Und der dritte Grund dürfte sein, naja, die Märkte sagen sich, naja, aber dann werden sie halt im Juni die Zinsen senken, nachdem man jetzt komplett den Mai aufgegeben hat. Aber wer weiß, ob das passiert. Schauen wir uns die Dinge mal an, die wirklich spannend sind im Vorfeld des großen Verfalls am Freitag. Wir sehen hier nochmal die Daten, die in der Summe höher waren als erwartet. Und Nick Timiraos, der sagt, naja, aber ändert nichts daran, dass dann im Juni die Zinsen gesenkt werden. Okay, schauen wir mal, denn wir sehen, die Zinserwartungen sind deutlich nach unten gekommen. März jetzt nur noch eine Wahrscheinlichkeit von 0,3%, dass die Fed nächste Woche die Zinsen senkt. Das wird sie also nicht tun. Dann für den Mai nur noch eine Wahrscheinlichkeit von 15% etwa, dass die Zinsen sinken. Und dann im Juni dagegen eine Wahrscheinlichkeit von 61%, dass die Zinsen sinken. Wir haben also gestern wieder mal deutliche Rückgänge bei den Zinssenkungserwartungen gesehen. Aber egal, wir haben ja Nvidia, die über 7% gestiegen ist, nachdem sie in den Vortagen, in den beiden Vortagen über 11% gestiegen ist. Und die Dickfische, die Tech-Dickfische haben es mal wieder gerichtet. Alles gut, oder? Dabei haben wir gesehen gestern, dass fast die Hälfte aller Komponenten eine monatliche Inflation auf von mehr als 0,4%. Das heißt, wir haben im kurzen Zeitfenster ganz klar eine ziemlich stark sich beschleunigende Dynamik. Das sehen wir hier auch mal. All items except the food and energy, das ist die Kernrate. Und dann Rent of Primary Residence, also die Mietekomponenten, alles weist nach oben. Und so sagt JP Morgan, ja, viele haben ja gesagt, im Januar, als die Inflation deutlich höher war, noch deutlicher über den Erwartungen lag als jetzt die Zahlen aus dem Februar, da hat man gedacht, das war vielleicht irgendwie so ein Ausreißer, aber das zeigt sich jetzt, dass das wohl nicht der Fall war, sodass wir bei der Kernrate bei 4,2% sind bei einem 3-Monats-Durchschnitt. Das ist das höchste Niveau seit Juni. Und das kann nur runterkommen, wenn jetzt eben die Inflation im Dienstleistungssektor nach unten geht. Aber genau das Gegenteil passiert. Wir haben hier Supercore ist bei 6,9% im Februar, wenn man das Ganze auf 3 Monats annualisierter Basis mal sieht. Also wir sehen auch eine Beschleunigung bei Supercore, also Dienstleistungen der Kernrate ohne Housing, was für die Fed ja besonders wichtig ist. Und insgesamt sehen wir jetzt, dass wir 35 Monate eine Inflation über der Marke von 3% haben oder zumindest nicht unter 3%. Das ist die längste Strecke seit den 80er Jahren oder ja auch frühe 90er Jahre. In den 70er, Ende der 70er Jahre hatten wir sogar 128 Monate, als das der Fall war. Aber insgesamt, wie Charlie Bellello hier wunderbar zeigt, wir sind im Grunde seit 2020, also seit Corona, mit dem ganzen Geld zu drucken, 11% über
dem 2% Ziel eigentlich der Fed? Wir sehen, Inflation hat einen bestimmten Trend. Wir sind also hier deutlich nach oben gegangen. Und statt dass die Fed, wie der Bilello hier vorschlägt, sagt, na gut, wir warten oder wir werden erst dann die Zinsen senken, wenn diese Lücke sich mal schließt und wir irgendwie wieder hier in diesen Trend reinkommen. Aber nein, man will eben offenkundig, so sagen es zumindest der viele Notenbanker, doch irgendwann agieren. Wir sehen hier nochmal die Fed Fund Futures, die dann im Juni die erste Zinssenkung sehen, dann erwarten, dass im Juli die Zinsen unverändert bleiben, dann erwarten, dass praktisch im September erst die Zinsen dann nochmal sinken und dann nochmal eine Senkung im November. Also das ist jetzt derzeit die Erwartungen. Aber wie gesagt, wir hatten jetzt 3 Inflationszahlen über der Erwartung. Und ich hatte von Kipppunkten gesprochen. Dann haben wieder so ein paar Superintelligente kommentiert. Ja, Fugli, das war gestern jetzt der Kipppunkt, gell? Ich habe ja explizit gesagt, die Märkte sind an einem Kipppunkt. Und das ist wie mit dem Klima. Da sagt man uns auch ständig, ja, Kipppunkt, Kipppunkt, Kipppunkt. Aber irgendwie kommt er dann doch nicht. Und so ist es eben wieder passiert, wieder mal passiert. Wir sehen hier oben im Nasdaq etwa, dass immer wieder diese Trendlinie, dieser Aufwärtstrendkanal verteidigt wird. Wie von magischer Hand, wer an Zufälle glaubt, der ist natürlich hier richtig gut aufgestellt. Wir sehen dagegen, dass eben auch der Kipppunkt bei den Renditen gehalten hat und wir dann diese Kerze nach oben sehen, unten bei der 10-jährigen Anleiherendite. Da geht es nach oben und das ist eigentlich ein bisschen ungewöhnlich. Wir haben gestern gesehen, dass Renditen und Dollar positiv natürlich reagiert haben auf die höhere Inflation. Die Aktienmärkte auch positiv reagiert haben. Wir sehen in den letzten Tagen die invertierte Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe ist gestiegen, dementsprechend der Nasdaq schwächer, es lief also relativ parallel und gestern jetzt dieses Auseinanderklaffen. Jetzt sagen viele auch in den Kommentaren, ja, Inflation spielt doch gar keine Rolle mehr, Zinsen spielen keine Rolle mehr, diesmal ist alles anders. Nee, das glaube ich nicht, diesmal ist nicht alles anders, es bleibt immer ein Faktor, was Geld kostet. Also sind die Kapitalmarktzinsen absolut relevant, die wiederum reagieren natürlich auf die Geldpolitik der US-Notenbank. Das ist dieses Blasengeschwätz, dieses Nvidia Blasengeschwätz, Zinsen interessieren doch nicht, sind doch überhaupt nicht wichtig. Natürlich sind sie wichtig oder sagen wir so, sie sind so lange nicht wichtig, bis sie dann wichtig werden, aber irgendwann werden sie immer wichtig. Aber die Fed ist eben auch selber schuld. Hier sehen wir mal, die Financial Conditions haben sich deutlich aufgeweicht, obwohl die Zinsen gestiegen sind. Und da hat auch der gute Jerome seinen Anteil mit seinen Aussagen auch im Dezember. Hier sehen wir auch nochmal die Verteidigung unten im S&P auf Tagesbasis dieses Trendkanals. Wahrscheinlich stößt er jetzt dann oben an diesem Trendkanal an. Die Range, die läuft immer stärker aufeinander zu, verdichtet sich, eine bärische Wedge deutet sich an. Wir sehen hier dieser Aufwärtstrendkanal-Chart von Wolfgang Müller, den er mir heute geschickt hat. Die wird immer steiler, ohne wirkliche Korrektur, ziemlich seltsam. Wir sind unten, wie Sie sehen, total überkauft. Und man hofft natürlich auf dieses Goldilocks-Szenario. Erstens, KI wird alles verändern gehen. Die Schaufelverkäufer werden alle reich. Also die, die Infrastruktur stellen, die die Chips produzieren, die werden reich. Aber die Goldsucher, da werden die wenigsten reich. Das wissen wir aus der Geschichte. Und bisher ist das, was Google und Microsoft zustande gebracht haben, eher kläglich, wenn man mal ehrlich ist. Copilot, Gemini, wie sie alle heißen. However, die Märkte haben eben dieses Goldilocks-Szenario aus KI plus weiche Landung der Wirtschaft plus Fed-Pivot. Und jedes Mal, wenn die Fed sozusagen aufhört, die Zinsen anzuheben, steigen die Märkte. Und jedes Mal glaubt man an ein Soft Landing. Und wir haben jetzt insgesamt 9 Pivots gehabt der Fed, also wo sie praktisch ihre Zinspolitik dann geändert hat. 6-mal hatten wir danach eine harte Landung, nur 3-mal hatten wir eine weiche Landung. Also die Wahrscheinlichkeit ist nicht so super überragend. Aber was natürlich unterstützt, ist die Liquidität hier. Julian Trimmer, der hier zeigt, overall liquidity, das ist die Bilanzsumme der Fed, minus die Reverse Repos, minus das Konto des US-Finanzministeriums bei der Fed, TGA. Und hier sehen wir, dass das seit Mitte 2023 gestiegen ist. Das stimmt.
Aber wir sehen eben auch, dass die Liquidität deutlich weniger ist oder noch nicht die Hochs erreicht hat, die wir etwa Ende 21, Anfang 22, 2022 gesehen haben. Jetzt stehen wir ja mit den Aktienmärkten deutlich höher als damals. Und das, obwohl eben die globale Liquidität der Notenbanken, also die Bilanzsummen der Notenbanken, nicht gestiegen sind, während der S&P 500 weiter gestiegen sind und weiter gestiegen ist und all das Ausdruck eines FOMO-Verhaltens, von dem jetzt JP Morgan sagt, Momentum ist flashing red, also die Momentum-Euphorie, die Positionierung ist in der 99,8%, geht ja noch ein bisschen was, bis 100 nicht wahr, also da kann schon noch ein bisschen was kommen. Und das ist praktisch jetzt natürlich eine super Einstiegsmöglichkeit, da auch noch mit drauf zu springen. Gar keine Frage, das wird sicherlich gut gehen. Und gestern gut gegangen ist es, weil Nvidia 7%, über 7% gestiegen ist. Dann haben wir Microsoft, der ist gestiegen. Tesla hat es geschafft, selbst an einem solchen Tag nicht zu steigen. Wir sehen, dass die Small Caps sogar einen negativen waren. Nasdaq war natürlich mal wieder der Beste, wegen Nvidia, die alleine, und das ist noch nicht mal der Endstand, da waren wir nur 5,67% im Plus, hat alleine Nvidia 20% der Kursbewegung im S&P 500 ausgemacht. Microsoft dann nochmal obendrauf knappe 13%. Und was ist da gestern passiert? Wir sehen vor allem, dass, wie Spot Gamma hier sagt, die Leute Calls gekauft haben oder Puts verkauft haben. Mit anderen Worten, wer Puts verkauft, der erwartete steigende Kurse oder hofft auf steigende Kurse. Wer einen Call kauft, hofft auch auf steigende Kurse. Also die sind long ohne Ende und die Market Maker müssen, wie gesagt, dann mit, mussten wahrscheinlich die Nvidia-Aktie als Underlying oder auch eine Microsoft-Aktie kaufen, um sich abzusafen, weil man ja praktisch sich gegen den Käufer der Option positioniert oder gegen den Kunden, der eben diese Option erwirbt. Und dementsprechend haben wir dann einen solchen Hebeleffekt, der dazu beigetragen hat, dass Nvidia stark gestiegen ist, eben auch vielleicht in Zusammenhang mit OPEX, also mit dem großen Verfall. 3 Billionen werden da bewegt am Freitag und irgendwann in diesem Umfeld vor dem Verfall oder am Verfall brauchen dann die Dealer, diejenigen, die also diese Optionen an den Mann bringen, brauchen ihre Absicherung nicht mehr und werden diese Absicherung verkaufen. Das dürfte dann nochmal spannend werden. Insgesamt Tech jetzt sowohl in Sachen oder in Relation zum S&P 500, also praktisch zu dem, was sie auf die Waage bringen mit 33% auf dem Hoch der Dotcom-Bubble, obwohl damals natürlich viel weniger Unternehmen gutes Geld verdient haben, schon klar. Hier sehen wir mal Tech in Relation zum World Equities, also zu den gesamten Aktien auf der Welt, auch neues Allzeithoch. Und 2021 war es halt Tesla, die immer weiter gestiegen ist. Davon ist jetzt nicht mehr so fürchterlich viel zu sehen. Jetzt haben wir Nvidia und bei Nvidia wird irgendwann auch nicht mehr fürchterlich viel zu sehen sein, auch wenn die Blasenjünger jetzt natürlich glauben, dass Nvidia das ganz, ganz große Ding der nächsten 500.000 Jahre sein wird. Nein, wird es nicht. Irgendwann kommt einer und sagt, können wir billiger, können wir genauso gut. Tschüss Nvidia. Das wird dann der Prozess sein. Prozess ist auch immer das Stichwort, wenn ich an Donald denke. Der ist jetzt durch, ist also jetzt praktisch der Kandidat der Republikaner und wird gegen Biden antreten. Das ist jetzt fix. Das ist das erste Mal seit 1956, dass es ein Rematch gibt zwischen zwei Kandidaten. By the way, und apropos Trump, apropos Biden, dann müssen wir über Schulden sprechen. Wir haben jetzt die Zahlen aus dem Februar bekommen. Die Schulden sind um 296 Milliarden Dollar gestiegen. Das bedeutet, dass die Amis um und bei, weil der Februar ein bisschen was kürzer ist, um und bei 1 Billion alle 3 Monate sich verschulden. Der Staat, die Konsumenten kommen oben drauf, die Unternehmen kommen oben drauf. Dann sind wir ganz entspannt bei 100 Billionen. Gell, und die Amerikaner, wie Brian Sullivan hier bemerkt, die haben 60% ihre Schulden gesteigert seit 2018. 60% in so kurzer Zeit. Germany, a country with major economic woes, also die wo da ganz schöne Probleme haben, gell? Das grüne Wirtschaftswunder muss damit gemeint sein, meine Damen und Herren.
Also wir Deutschen haben nur 32% an neuen Schulden hinzugefügt und das sowohl bei Robert Habeck haben. Ja. Das zeigt einmal, wie seriös wir sind, wenn wir zwar ein bisschen Sondervermögen haben, gell? Sondervermögen, mehr Sondervermögen als eigentlich Bilanz, gell? Das hast du normal nur in, sagen wir mal, ausgeprägten Bananenrepubliken, ne? Aber wir sind ja dafür grün und jetzt haben wir beschlossen, dass wir eine Subvention machen für die Industrie, weil die hat ja so hohe Kosten, die wiederum die Regierung ja maßgeblich verursacht hat, gell? Und weil die Regierung ein schlechtes Gewissen hat, muss sie jetzt subventionieren, das geht dann wieder auf Kosten der Steuerzahler und schränkt das Wachstum ein, weil freie Wirtschaft nicht mehr angesagt ist, gell? Also wir kommen auch dahin, dass wir viel Schulden machen, aber noch weniger wachsen, da sind wir auf einem sehr guten Weg, meine Damen und Herren. Die Amis wachsen ja wenigstens noch, das ist der Vorteil, wir nicht mehr, deswegen sagt jetzt die EZB, also Zinssenkungen, gell, in diesem Frühjahr. Und dann hat der Willy Roy gesagt, der Franzose, der irgendwie gerne die Zinsen senken will. Und ne, also der Frühling, der dauert ja bis zum 21. Juni, hat er gesagt. Gell? Also spätestens im Juni will die EZB die Zinsen senken. Irgendwann werden wir einfach springen müssen, sagt der Belgier. Wunsch eigentlich eher hockisch, weil er sagt, naja, selbst wenn wir nicht sicher sind, dass die Inflation auf 2% zurückgeht, müssen wir einfach mal diesen Schritt machen. Das ist auch die Empfehlung oder die erste Empfehlung als Artikel, wie da jetzt die Stimmungslage ist. Wann sinken die Zinsen? Hat ja Auswirkungen auf Immobilienmarkt etc. etc. Wenn Ihnen dieser Artikel gefällt, hier sehen Sie oben diese Social Media Symbole, draufklicken, wenn Sie am Desktop sind. Auf Handy müssen Sie, glaube ich, nochmal irgendwas dazu schreiben. Also bitte diese Artikel empfehlen. Das würde mir, das würde Finanzmarktwelt helfen, würde ich mich sehr freuen. Und der zweite Artikel, etwas, was Sie wahrscheinlich in Deutschland nicht lesen, denn es kommt hier nicht vor. Die Spannungen zwischen Indien und China verschärfen sich deutlich weiter. Die geopolitischen Spannungen in Asien, die werden immer heikler. Darüber hört man nichts in Deutschland, aber bei Finanzmarktwelt diesen Artikel bitte auch, wenn Sie ihn lesen, anklicken. Ich packe das Ganze ja unter das Video als Link für all diejenigen, die es noch nicht bemerkt haben. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie das hier teilen. Also, das war's, meine Damen und Herren. Ich sage Servus, ciao.